So, meine lieben Kinderchen draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Obscure Aftermath 2. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Tomchen und ich werde euch heute mit einem wunderschönen Let's Play begnügen und ich hoffe, ihr werdet sehr viel Spaß haben, mir dabei zuzuschauen, wie ich mir in die Hose kacke bei so einem Spiel wie Obscure, denn das Spiel ist schon ein Spiel, das mit der 2000 herausgekommen ist. Wir hatten den ersten Teil bereits schon auf diesem Format, auf meinem YouTube-Kanal schon abgespielt gehabt und ja, wer hat es nicht Anfang der 2000 auf der PlayStation 2 gespielt? This jerk knocked down the crash barrier. He must have ruined my car. Hatte sie nicht irgendwo eine Knarre? Wo ist die Knarre? Da. Ich finde, Amy hat sie gefunden. Dann gebührt ihr auch die Ehre. Was war das? Iss mich nicht, nein, iss mich nicht. There's something moved, Corey. We really shouldn't have gone off the road like this. I guess all the campus areas Warum are dreht sie sich so behindert? We're really in it, up to our necks. Hey, vor dir. With the shotgun, our situation will improve. My car can't be far off. Ich finde das Aim so scheiße, ne? Haben wir keinen... Ja, genau. Hat er auch? Nee, er hat eine Spritze, ne? Er hat die Spritze. Gut. War das? What are you complaining about? This dude drives worse than you. That's a real comfort, Amy. But you're insured, right? The insurance companies don't want anything to do with me. They say that I should go back to riding a bike. Oh Gott. You really are a jerk. Das ist natürlich scheiße, wenn Amy jetzt hier alles wegballert, ne? It's okay, I've got a dose of serum. Dort hier war auch dieses Fettsackmonstrum. Es sind sehr viele Sachen wie im ersten Teil auch, da musstest du auch durch so einen Wald laufen. My baby! He crashed my baby! Don't you think you're exaggerating a bit? And what about May, huh? He crashed my baby! That bastard! Er ist schon tot. You can't hide! Er ist doch tot, er liegt doch da im Ding drin. Oh Gott! Get it together, Corey. Ich glaube, hier die Lady braucht mal so einen kleinen. Warte mal. Was noch gleich mit runter? Den zum Ausrad war. I'm not a nurse, but this should do the trick. Boah, hallo. Nur weil er so rumbrüllen musste, ne? Der Stunker, im Moment brauche ich keinen Strom. Sagst du. It's an electric chainsaw.
It works on batteries. Yeah, like a cell phone. Right. But don't confuse them, okay? yeah. Anyway, these batteries probably won't last too long. Okay, haben wir denn, ist die denn schon aufgeladen, die Kettensäge, oder wie läuft das jetzt hier? Okay, er hat sie auf der 2 liegen. Okay. Ach so, dafür. Schade, ich dachte, wir können damit irgendwie ein paar Monster schnetzeln. Kettensägen-Massaker. Amy müsste was davon verstehen. Der Stalker vom Fall Creek Wald hat wieder zugeschlagen. Ein Paar, das im Wald spazieren ging, behauptete, von einem stämmigen Mann mit einem deformierten Gesicht belästigt worden zu sein. Das ist das 7. Mal innerhalb eines Jahres, dass über solch ein Vorfall... Kann ich weitermachen, warum? Dass über solch ein Vorfall... Ne, geht nix. Okay, schade. Okay, today. Wechsle ich mal die Waffe, wa? Da ist 7 Schuss drin. This forest is freaking me out. Naja, ihr geht nachts in den Wald. Aren't you afraid? Yes, but I'm trying to keep it together, okay? Wie war's denn mit ihrer Gesundheit? Super. Mit seiner nicht ganz so. Okay, warte mal. Ich entscheide mich gerade doch für die Knarre. Oh! Oh. My father's shotgun. Du dumme Kuh! Alter! Oh Gott, 2 Stück von ab. Oh, Alter! That was a close one. This is really bad. If only we could find some help. I feel sick doing this. That did the trick. Hat sie noch die Shotgun, wa? Warte mal. Das müssen meine behinderten Nachbarn wieder sein. So. Klasse. Das Auto ist im Arsch. Ein schönes Auto, noch ein Schrotthaufen. Ja, Pech gehabt. Heul auf. Ja. Ja, und dann? Gehen wir hier durch. Speicher wäre geil. Ja, dann wird's jetzt mal Zeit. Vielleicht kann Amy da ja was machen. Okay, nein. Nein. Man müsste doch eigentlich mal so einen genauen, detaillierten Ort kriegen, wo man eigentlich hin müsste. Geh doch mal beiseite, Cory. Wer hat mir genannt? Herr Knuddelmann, ne? Ne, Pummelluft. Nein, Pummelbär. Aber ich kann mir beim besten Willen jetzt nicht vorstellen, dass wir... Momentchen. Wow, Digga. Eieieiei. Okay. Müssen wir den ganzen Weg wieder zurück? Diese Kamera. Können wir gar nicht, wa? Doch. Ach! How are we going to find the others now that the bridge is gone? No choice. We move on.
We'll try to contact them once we're out of this forest. Okay, das muss unbedingt rausgefunden werden, dass diese Brücke hier kaputt ist. Jetzt können wir wahrscheinlich durch die Tür. Und speichern wäre natürlich eine niedliche Sache. Okay, diese, das wird... Alles klar. Ja. Hier rauskommen ist, glaube ich... Geh doch mal einen Schritt beiseite, Uschnewski. Können wir denn dadurch uns dadurch so ein Loch quetschen hier? Natürlich, ne? Warum auch nicht? Okay. So weit, so gut. Ah, speichern. Geh doch. Au! You really are a jerk. Ja, du bist auch doof. So, speichern. Geile Mate. Der düstere Wald hat uns heute alles abverlangt. Deshalb sehen wir uns wieder in der nächsten Folge, Freunde. Also, tschüssli, Müsli. Muah.